Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Wines from Friends. Mein Name ist Thomas Götz, ich betreibe den Blog Spaniens Weinwelten, jetzt neuerdings auch auf YouTube. Wines from Friends ist so ein Spaßformat, wo ich Freunde von mir einlade und sie bitte, mir einen Wein vorzustellen. Heute habe ich meinen Weinfreund Peter Stuckwisch zu Gast. Hallo Peter, wo bist du gerade? Ja, ich bin in Essen zu Hause in meiner Wohnung. Willkommen Peter, freue mich. Hallo. Bin gespannt, was du mir heute für einen Wein vorstellst. Ich würde sagen, bevor wir zu deinem Wein kommen, möchte ich gerne so dir ein paar Fragen stellen. Einfach so, dass du uns, dass wir ein bisschen Eindruck bekommen, wie du so tickst, okay? Ich kenne ein paar deiner Vorlieben. Wir kennen uns seit 2018 und waren seither in Andalusien unterwegs. Ich weiß, du bist nicht nur ein Weinfreak, du bist auch ein großer Musikfan und Fußballfan. Und da richten sich jetzt auch ein bisschen meine Fragen dran aus, an diesen drei Themen. Ja? Okay, Peter, du musst ganz schnell antworten und darfst gar nicht lange überlegen. Okay. Spurs oder Bayern? Spurs. Stones oder Beatles? Beatles. Austern oder Blutwurst? Austern natürlich. Rot oder Weiß? Kann ich nicht sagen. Das im Moment weiß. Gut. Mosel oder Burgund? Burgund. Rioja oder Ribera? Ribera. Sherry oder Port? Sherry. Da bin ich froh, dass du Sherry gesagt hast. Wir sind ja beide öfter in Andalusien unterwegs. Du kennst endlos viele Weine, Peter. Wir haben uns schon viel über Wein unterhalten und ich bin immer wieder erstaunt. Wie viele Weine hast du eigentlich im Keller? 800 vielleicht. Wie viel? 800. 800, ordentlich. Das ist deutlich mehr, was ich habe. Also bei mir, mein Keller hat immer nie mehr als 70, 80 Weine. Ich bin kein guter Sammler, muss ich sagen. Das wird dann immer weniger und dann fülle ich wieder ein bisschen auf, aber ich bin nicht der Sammler. Ich habe auch, aber das ist jetzt, welchen dieser 800 Weine stellst du uns denn heute vor? Ich bin total gespannt. Ein Wein aus Österreich vom Johannes Zilliken und zwar Numen Riesling. Numen Riesling, Zillinger heißt er, oder? Ja, Zillinger, Johannes Zillinger. Genau. Und der Wein ist von 2012, also was Gereiftes, und der ist einer meiner Lieblingsweine und er ist auch so ein Gamechanger für mich in Bezug auf Wein. Weil durch diesen Wein habe ich das erste Mal also einen biodynamischen Wein kennengelernt und war sofort begeistert und danach hat sich eben mein Weinkonsum extrem verändert. Und seit wann kennst du den Wein, den Nomen? Ja, der ist, ich weiß nicht, ob ich den 2012 oder 2013 gekauft habe, also wo er eben frisch rauskam. Das weiß ich nicht mehr so genau. Und wie gesagt, dann habe ich mich auch mit dem Winzer beschäftigt, habe auch mal mit dem gesprochen. Und der macht eben hervorragende Weine, die auch nicht so den Klischees des der Naturalweine entspricht. Er ist sehr klar, er ist, hat eine schöne Säure. Man sieht es hier mal, weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Ja, doch, man erkennt die Farbe schon, ja. So goldgelb, das kommt genau. Eben durch das Gereifte. Hat aber noch frische Spannung alles. Also auch, man sagt ja bei naturbelassenen Weinen auch, die können nicht altern, was hier überhaupt nicht stimmt. Und wie gesagt, der Wein hat sehr viel bei mir verändert. Also ich trinke inzwischen 70-80% nur naturbelassene Weine. Das war der Auslöser im Prinzip, dieser Wein. Naturbelassen heißt jetzt bei dir Naturweine oder jetzt biodynamischer Anbau? Weil das ist biodynamisch, Felder, ja. Biodynamischer Anbau. Ja. Und mit den Namen ist immer schwierig, das jetzt so Naturals zu nennen. Das mag ich an sich nicht. Man sollte eher die konventionellen Weine anders benennen. Also ja. Diese naturbelassenen Weine ist ja an sich das Normale. Wo die ganze Chemie drin ist, ist ja das Unnormale. Also, und weil eben Wein ein Genussmittel ist und kein Lebensmittel, muss eben hinten nicht alles draufstehen. Wenn das hier alles draufstehen würde, was in konventionellen Weinen drin ist, ich glaube, da würden viele Leute das nicht mehr trinken.
Richtig, das stimmt. Also die EU stuft, glaube ich, Wein als Kulturgut ein, ja, oder als Kulturgut oder Genussmittel, wie du das sagst. Und deswegen muss man gar nicht auf dem Rücketikett draufschreiben, was da alles drin ist. Würde Wein als Lebensmittel klassifiziert werden, dann wäre natürlich das alles notwendig, weil sonst steht ja nur drauf der Alkoholgehalt und ob ein Wein Schwefel hat oder nicht, aber ja noch Richtig, mal. richtig. Aber es steht ja noch nicht mal drauf, wie viel, weil selbst Naturweine enthalten ja zum Teil ein ganz klein bisschen Schwefel, weil das einfach bei der Gärung auf natürliche Weise Klar. entsteht, ja. Und es gibt auch welche, die minimal nachschwefeln. Da habe ich auch nichts gegen. Also wenn Wein dann nicht hält, weil er nicht geschwefelt worden ist, dann sollte man doch ein bisschen Schwefel reintun. Also man soll es da nicht so dogmatisch sehen, weil es muss in erster Linie muss ein Wein schmecken. So, Es und wenn gibt er dann noch biodynamisch angebaut ist, umso besser im Zuge der Nachhaltigkeit und so weiter. Das sehe ich genauso. Und ich kenne zum Beispiel sehr viele Weinmacher in Spanien. Ich hatte dir neulich zum Beispiel zwei Flaschen von einem Weingut geschickt, das heißt Ponce in Manchuela. Und die machen auch biodynamisch. Im Grunde geht es ganz stark in die Richtung Naturweine. Aber viele dieser spanischen Winzer, die geben noch ein bisschen Schwefel bei beim Abfüllen zum Beispiel, ja. Einfach um den Wein stabil zu halten. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm, wenn du ein paar Milligramm quasi auf einen Liter gerechnet an Schwefel hast. Das ist doch völlig egal, ob das jetzt 15 Milligramm sind wie bei Naturweinen auf natürliche Art und Weise oder ob du dann vielleicht am Ende bei 30 oder 40 Milligramm bist. Das ist nicht so entscheidend, finde ich auch. Ich fand interessant, was du gesagt hast. Das ist nicht so der typische Natural. Ich erinnere mich, du hast mir mal, wir tauschen ab und zu Weinpakete aus, du und ich. Und du hast mir von dem Johannes Zillinger auch mal einen Riesling geschickt, der hieß aber Revolution. Das war nicht der Ja, Numen. das ist einer, der nach dem Solera-Prinzip Ja. gemacht wurde, also wie Sherry gemacht wird und aus mehreren Trauben bestand. Und der ist schon etwas mehr in diese Richtung. Aber obwohl der auch noch ziemlich frisch ist und den auch blind wahrscheinlich auch nicht in die Richtung stecken Nee, würde. das wollte ich gerade sagen. Hätte ich trotzdem nicht gemacht, weil er ist einfach sehr klar. Es ist jetzt Ja. nicht so, dass es ist nicht zwingend so, dass Naturweine alle so schräg schmecken müssen, wie manche Leute immer sagen. Viele Naturweine haben inzwischen eine Klarheit und eine Frische und eine Sauberkeit, die beeindruckend ist und die man bei einer Ja, und da Blindverkostung gehören niemals. diese Weine vom Johannes unbedingt dazu. Also der macht 6, 7 Linien, glaube ich, inzwischen oder 5 und ist alles super Zeug. Kannst du ein Also bisschen was noch zum Weinmacher sagen? So, wer ist der Johannes Zillinger? Wie alt ist der und wie wie ist der alt, so weiß drauf? ich gar nicht. Also ist aber für wesentlich jünger wie ich, hat also von seinem Vater das gut übernommen. Das gibt es also schon länger. Das liegt im Weinviertel. Das liegt so etwas oberhalb von Wien, kann man sagen, im südlichen Teil des Weinviertels. Und wie gesagt, dieser Wein zum Beispiel, der ist in ganzen Beeren, wird der interzellular, das heißt, ohne Sauerstoff in Amphoren angegoren und wird dann danach erst gepresst und dann liegt er 16 Monate auf der Hefe in 600 Liter Fässern, Holzfässern und wird dann unfiltriert gefüllt. Sehr So, also. interessant. Die Vergärung, die du da angesprochen hast, intrazellular, genau, man sagt auch Kohlensäure-Maischung, glaube ich, Ja, dazu. Da wird dann genau. quasi mit durch die ganzen Trauben werden dann in einen Behälter gegeben und dann wird Stickstoff zugegeben und dann beginnt quasi eine Vergärung in den Beeren, die Genau, von aber, innen nach ja, außen genau. passiert diese Gärung. Und er Ja. macht es dann in Amphoren. Er hat so riesige Amphoren. Wenn man mal auf die Webseite von ihm geht, da sind ein paar ganz schöne Bilder, wo auch eben diese Amphoren zu sehen sind. Okay, wir sagen es jetzt nochmal für die Zuschauer. Der Weinmacher heißt Johannes Zillinger. Der Wein, den Peter gerade vorgestellt hat, heißt Numen. Peter, gibt es insgesamt so Sachen, die dir besonders wichtig sind an Weinen, wenn wir jetzt mal den biodynamischen Aspekt, was jetzt ja auf die Landwirtschaft eher bezogen ist. Wein ist ja auch Geschmackssache. Also wie würdest du eigentlich so deinen Weingeschmack beschreiben? Was ist dir wichtig an Weinen? Ja, also eine gewisse Klarheit ist mir wichtig, dass er auch so ein bisschen reduktiv für mich sein kann und dass
Traube oder Terroir erkennbar ist. Also das ist nicht so. Und es muss einfach schmecken. Es muss so, muss einen packen irgendwie. Das können ganz unterschiedliche Weine sein. Also so, wo man so nach dem Schluck denkt, wow, das ist es. Oder erst nach dem fünften, sechsten Schluck gibt es auch, wo man, oder mal, es ist mir auch schon passiert, dass mir ein Wein am Abend nicht geschmeckt hat, habe ihn stehen lassen. Am nächsten Tag denke ich, wow, was ist das denn? Ne? Mhm. Also viel, viel besser geworden. Und so ein bisschen bin ich auch, ich war ja vor diesem Numen-Erlebnis, sage ich jetzt mal, eher auch so Riesling, Bordeaux, so die klassischen Sachen. Und inzwischen ist bei mir mehr Frankreich, Loire und Burgund angesagt, wo es ja, eben irrsinnig spannende Weine gibt. Ja, auch Jura bist du, glaube ich, sehr, sehr bewandert. Ja, ja. Du bist ja generell ein Universalist. Also ich trinke zwar auch gerne Riesling. Gestern habe ich unter anderem einen Meulenhof-Riesling getrunken. Der war fantastisch. Aber insgesamt bin ich dann halt doch sehr stark auf Spanien fixiert, weil ich einfach über Spanien schreibe. Bei dir ist es anders. Du trinkst, glaube ich, Weine aus der ganzen Welt. Gibt es deiner Meinung nach so ein Weinland, was völlig unterbewertet ist oder viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt für die Qualitäten, die es hat? Ja, also ich bin ja ein sehr großer Istrien-Fan in Kroatien. Wo es, da war ja auch eine Flasche in deinem Paket bei. Richtig, du hast mir vom Weingut Ottocento heißen die. Nee, Klei heißen die. Klei heißt das Weingut. Ottocento heißt der Wein. Ah, okay, ja. Der war fantastisch. Und da gibt es gibt es hervorragende Weinmacher. Und die haben auch schon dieses biodynamische schon immer so gemacht. Deshalb sind die Weine auch so gut, weil die damit umgehen können, weil die haben nie anders Weine gemacht. Und Istrien ist sehr stark, ist ja quasi total mediterran, direkt am Mittelmeer, ziemlich heiß. Dieser Ottocento, muss ich sagen, der war gar nicht so schwer. Das war nicht so der typische mediterrane Wein, nichts Marmeladiges oder so. Ja, es kann da aber auch in Istrien schon mal ein bisschen kühler werden und ist auch manchmal regnerisch, ist sehr hügelig, wenn man so ins Land reinfährt. Und hat auf der einen Seite auch die Küste und es gibt ja da auch diese scharfen Winde. Also da kommt einiges zusammen, wo eben das Mikroklima doch schon sehr interessant ist. Kommen wir nochmal. Ja, okay, das klingt sehr, sehr spannend. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Zillinger. Warst du eigentlich bei dem schon mal im Weingut zum Besuch? Nein, das hatte ich immer mal vor, aber jetzt ist eben auch schon Corona-Zeit, wäre ich an sich mehrfach unterwegs gewesen, gerade in irgendwelchen Weinbaugebieten und das steht an. Also ich habe ihn mehrfach auf der Pro Wein getroffen, wir waren auch am Telefon schon in Kontakt und und wie gesagt, steht auf alle Fälle noch auf der Liste, da mal vorbeizufahren. Das Gute ist irgendwie so, die Liste an Weingütern und Weinen, die ich noch trinken bzw. erstmal besuchen will, wird immer länger. Die wird gar nicht, je länger ich irgendwie mit Wein beschäftige, umso länger wird auch die Liste. Das wird nicht weniger, finde ich aber an sich eigentlich auch ganz gut. Gibt es bei dir so einen Wein, von dem du sagst, das ist etwas, was ich noch unbedingt mal trinken muss? Ich weiß, du hast auch schon mal Romani Conti oder Petrus getrunken, also schon die absoluten Prestigeweine. Gibt es irgendeinen Wein, wo du sagst, den konnte ich noch nie bekommen, der ist nicht zu kriegen, aber ich will ihn gerne probieren? Ja, an sich, ich glaube, Auvernoy aus dem Jura würde ich gerne mal trinken, aber das ist auch nicht so, also früher war das mal wichtig, irgend so einen bestimmten Wein zu trinken. Inzwischen lasse ich das kommen, dass da gar nicht solche Wünsche sind. Und ich habe bis jetzt auch noch jeden Wein irgendwie bekommen, den ich trinken wollte. Also ist dann, muss man nur ein bisschen die Augen offen halten und vielleicht auch mal in Frankreich in Restaurants gehen. Da gibt es also viele Sachen, die auf dem Markt nicht mehr erhältlich sind oder schwer erhältlich sind, die es da für vernünftige Preise am Tisch gibt. Kennst du in Spanien auch, da gibt es eben auch, kriegt man eben auch Vega Sicilia im Gegensatz, wo er gehandelt wird,
günstig am Tisch, wenn man im richtigen Restaurant ist. Absolut. Also ich hatte da sogar mal auf meinem Blog einen Beitrag drüber geschrieben, weil ich habe einen Vega Sicilia offen ausgeschenkt, also sogar den Unico in der Malaga Bar erhalten. Also der Preis umgerechnet aufs Glas entsprach quasi dem Handelspreis. Ja, ja, ja. So eine Unico-Flasche kostet halt mal 300 Euro und du kriegst 5 Gläser aus einer Flasche raus, 0,15 Liter. Und ich glaube, ich habe ja sogar weniger, 40 Euro fürs Glas bezahlt. Ich weiß nicht, wie der Wirt gerechnet hat. Ja, aber die haben ja auch, die haben ja einen anderen Preis. Klaro. Ja. Also der wird schon ein bisschen Tick gemacht haben, aber die übertreiben es nicht. In Deutschland wird einfach zu viel Prozente auf Weine aufgeschlagen. Da macht das keinen Spaß. Ja. Wenn man in Frankreich, in Spanien und auch teilweise in Italien unterwegs ist, wenn man da sieht, was Wein im Restaurant kosten, super. Ja, absolut. Ich habe mal eine, vielleicht auch mal eine zweite Flasche geöffnet. Hast du eigentlich einen spanischen Lieblingswein? Ist eine schwierige Frage, so ein Wein, aber wenn ich so frage, was ist dein spanischer Lieblingswein, was kommt dir? Also schon der Weiße von Victoria Ordinez, der Petro Jiménez, der Trockene. Voladeros 2017, genau. da ticken wir beide gleich. Also das finde ich schon ganz, ganz groß. Und dann von... Wie heißen die? Kommando G oder? Ja, Kommando G, ja. Ja, genau, da ein Grenache, glaube ich, finde ich hervorragend. Mhm. Und es gibt da so eine Szene um Madrid rum, die auch mit Grenache-Sachen machen. Ja. Auch sehr, sehr spannend. Ja. Genau, ja. Also Kommando G, genau, bekannt für Garnacha aus der Sierra de Gredos. Und da gibt es dann noch ein paar andere Namen, Marañones, Bernabeleva und so weiter. Ja, genau. Die großartige Weine machen. Und es werden immer mehr in Cebreros. Mir hat jetzt zum Beispiel neuerdings oder seit Neuem gefällt mir Soto Manrique sehr, sehr gut. Mhm. Geht alles so in die Stilistik, so eher leichtere, hellere Garnachas zu machen. Nicht so super schwer und kraftvoll. Peter, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Wir merken uns den Namen Johannes Zillinger. Ich werde mir die Numenflasche besorgen und ich hoffe, unsere Zuschauer auch. Und schöne Grüße nach Essen vielleicht. Ich meine, man trifft sich jetzt halt gerade immer so auf Zoom. Das ist das neue Clubbing für uns. Wir haben keine andere Chance. Aber wir haben eigentlich uns immer ein, zwei Mal im Jahr in Spanien getroffen. Hoffentlich klappt es nächstes Jahr, 2021. Ja, ich gehe ganz stark davon aus. Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Also ich bin auch ganz heiß. Wie gesagt, das werden die ersten Ziele sein. Also Andalusien, Valencia und dann nach London zum Fußball. Super, das klingt doch... Ich hoffe, wir können unsere Pläne realisieren. Ja, genau. Wir hatten ja dieses Jahr eigentlich vor, zusammen ins Sherry-Gebiet zu gehen. Da findet im Mai immer alle zwei Jahre diese Vinoble-Messe statt, in einem alten maurischen Palast ist es, glaube ich, sogar. Also da hätte ich mich sehr drauf gefreut, aber dieses Jahr hat halt wirklich alles durcheinander gebracht. Die Vinoble soll nächstes Jahr stattfinden, irgendwann im Sommer. Vielleicht haben wir dann die Möglichkeit, da zusammen hinzugehen und ein paar tolle Tage. Ja, im Sommer Sherry trinken, das macht doch richtig Spaß. Dann, Naja, egal. Also nach einem Jahr Lockdown hin und muss her. Muss das haben sein dann, ja. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Peter, schönen Tag dir nach Essen. Und alles klar. Danke erstmal, ja? Mach's gut. Ja, danke dir auch und Prost. Prost.